Wegsperre auf dem Weg zum Schlösslikopf. Das ist der Inkenastweg, der eben dann vom Kalkofenweg weg hochgeht zum Schlösslikopf. Der sehen wir dann noch. Der Grund, bei der Kap Wand hat es fast einen kleineren Feldsturz gegeben. Ein Haufen Gröll ist runtergefallen, hat der Weg versperrt. Ist also wirklich nicht mehr schön gewesen. Zum Durchlaufen hat man gesagt, ihr seht hier das Gröll. Und da hat man natürlich etwas müssen machen. So rechts gesehen ist der Schlösslikopf, links Kap Wand. Dann ist man auf den Weg gegangen. Die Höhenarbeiter natürlich sind die richtigen dazu. Der Peter Baumgartner, hier mal Bauchef hat Sicherung gemacht oben beim Böschlikopf. Und Nick und ich haben Stimmen und Bilder eingefangen. Du, weißt du, ich Gefühl, das ist schon gefährlich. So ist es, oder? Ja. Nein, geht schon. Aber aufpassen muss man schon, gell? Ja, weil er weg schon, ja. Ist ein stutziger Kragen da oben? Ja, ich war noch nicht da oben, gewesen, aber es sieht steil aus. Ja. Hat man, gell? Nein. Ja. Ja, ist nicht schön. Ist nicht schön, gell? Also ist auch nicht schön nachher. Es war nie ein schöner Weg. Also lieber mit Helikopter? Ich bin ein paar Jahre mit dem Schwager und mit dem Fee. Dort war noch nie schön gewesen. Also lieber dort einen Schlösslikopf mit dem Helikopter? Kommt dann aus, ich weiss nicht. Das ist gegangen. Am letzten Mal, wo wir ruhig sind. Hoi, Niki. Hi, ja. Marcel. Hoi. Hoi. Für uns wäre auch schön zum Zuschauen, gell? Was ist schön. Und du? Da können wir sie auch gut positionieren. Ha? Können nur wir zwei Rolle, oder? Am Anfang. Dämpfer. Und dann können wir zwei noch. Man braucht schon nicht lange zu 20 Meter, oder? Ha? Zum Aufladen lange zu 20 Meter Seilen. Ich denke schon. Es ist zwar recht im Gelände, aber ich denke, das lange schon. Ja. Und wir alle? Da nimmst du jetzt weg, damit du im Gelände besser aussteigen kannst. Ja, genau. Die Leute könnten viel besser aussteigen. Was ist da wirklich im Gelände? Genau. Herr Roger, ja. Fliegen zuerst eben. Hier der Oli. Wir sind zwei mit den Gestellten. Mhm. An den gleichen Ort. Ja. Und dann fliegen wir das Material. Und dann kannst du am Schluss mit den zwei blauen und grünen. Ja. Mit. Zum helfen aussteigen. Ja, die müssen noch ein bisschen an den Sand kommen. Ja. Aber das kannst du mit. Ja. Wer ist der Pilot? Das ist er. Der Remo? Ja. Ist das ein Heikel? Ist dort in der Wand zu, wenn du dort bleiben musst? Nein, müssen einfach die Leute genau wissen, was wir machen. Ja. Ja, aber mit den Höhenarbeitern, das haben wir eigentlich fast jedes Mal nur solche Orte zum Aussteigen. Von dem her sind wir da gut eingespielt und alle wissen ein bisschen. Aber es sollte schon gleich als Pilot. Also, wenn du an der Wand zu bist. Nein, es ist nicht besonders schwierig. Nein, eben wichtig ist, dass die Flughelfer einem gut einweisen und dass eben für alle klar ist, zum Beispiel, dass niemand einfach rauskommt, sondern fein vom Heli weg. Und hast das kein Thema. Ja, okay. Ja. Das ist die Eingabe der Kinder. Also Vorbereitung, gell? Und die Einschätzung von Situationen ist natürlich fast alles. He? Ja, genau. Die Vorbereitung ist fast alles, ja. Genau. Käppli haben Rehkreis an. So, und nichts irgendwie am Heli positionieren. Keine Jacke leer her oder kein Pulli oder so. Weil das ist gefährlich, wenn etwas rausfliegen würde, ja, wegen dem Heckrotor. Ja. Also vorne kannst du hin. Vorne kannst du. Ja, Bro. Weißt du, wegen dem Filmen dahinter? Dahinter filmen. Aha. Wer Port da hat. Ja, das hat er noch an. Der, wo an der Tür steht. Nick, schnell. Noch ein Gurt. Noch ein Gestelltli oder etwas. Ja, das ist doch gut. Hast du etwas zum Einhinken? Kann ich, ja. Die Fotos und Filmen vergessen alles rundum. Genau. Jetzt hinten noch schnell einhinken. Ja. Du bist Bodentruppe. Ja, dass wir können reden. Ja, ich gehöre zur Bodentruppe. Aber gell, ist schon gleich noch, immer noch ein speziell, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Ja, ist immer wieder interessant. Ja. Auch immer wieder ein bisschen anders. Eher schon. Und wenn wir dort anschauen, weißt du, irgendwie an die Wand, also ist schon brutal steil, nicht? Ja. Aber für sie sind wir gewöhnt, dass es so ist. Für sie fliegen wir noch mehr. Vorne tut er dreimal kurz und einmal lang und dann sind sie bereit zum Springen. Aha. Und wenn es fertig ist, nochmal einmal lang. Und dann duckst du dich dort im Schlösslikopf. Ja, wohl, ja. Jetzt bindest du hier den Niki fest. Ja. Weil er filmt, hä? Genau. Ja.
Das ist ja das erste Mal, gell, dass du den Cousin so einbindet, oder? Ja, hab schon noch. Gut. Danke. Sichere und? Frage. Was ist das für ein Gefühl? Ja, gut, ein so schönes. Endlich wieder mal ein Heli. Das ist gut, so, Mars. Aber du, da werden ein langes Seil, wenn sie raushält. Ja. Ich kann fliegen. Also mit dem Aussteigen Problem? Ja. Mit dem Aussteigen Problem? Nein, oder? Ich glaube, sie sind noch nicht der richtige Ort, gerade zum das Material herzutun. Aha, muss ja schon schauen, was ja, ist. Ja, es braucht gleich ein bisschen eben Platz. Ja, Platz. Genau. Es warten zuerst Leute auf die oben? Nein, nein, jetzt kommt der nach und wieder rein. Ja, okay. Aber er wartet halt auf dem Boden. Gut.
Verstanden, Roli, hast du mich auch? Gut, ich weiß. Wir von A, jetzt kommt er immer ein bisschen auf die Wahl, aber... Jetzt kommt ein bisschen was. Schau, wie jetzt kommt. Petro gut. Weg von Hand. Da müsstest du, aber der bringt schon nicht weg. Ja, wir haben jetzt können 5 Sicherheitssprengungen machen hier an der Kapfwand. Es fehlt noch ein bisschen etwas. Wir haben noch einen Kopf, den wir noch umbohren, um die letzte Sprengung noch machen. Und dann ist es wieder recht sauber, dass wir den Weg umputzen und nachher den Weg wieder freigeben.